Ich möchte in Mailchimp einen Newsletter erstellen, aber nicht ganz neu erstellen, sondern einen kopieren, diesen anpassen und wieder verschicken. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Ich bin bei Mailchimp angemeldet, gehe hier zu Kampagnen und alle Kampagnen und das sind alle meine Newsletter oder Mails, die ich bereits verschickt habe. Das ist eine und das ist eine. Und man sieht hier, die sind bereits gesendet. Natürlich kann ich Gesendete nicht ändern, aber ich kann Gesendete kopieren. Ich gehe hier rechts auf diesen Pfeil und sage Replicate, also replizieren. Das heißt nichts anderes als duplizieren oder kopieren. Das mache ich einmal, klick darauf und ich sehe hier, das ist bereits eine Kopie. Ich kann hier den Namen ändern, also editieren. Dann ist hier alles bereits eingerichtet, einfach eine Kopie. Vermutlich muss ich das Subject, also den Betreff, noch editieren. Das geht dann hier hinten. Und natürlich muss ich die Mail überarbeiten. Ich gehe hier zum Designer. Vermutlich kann ich hier einiges noch übernehmen, ein Bild ersetzen, das Datum ersetzen, hier einen anderen Text. Und los. Das geht so schnell und ich kann an 2000 Empfänger in der Kürze eine neue persönliche Mail schicken. Das war's.